Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein kurzes, kompaktes Infovideo für euch. Es geht nochmal um das Thema Knete. Nicht ums Kneten selber, da habe ich euch ja schon ausreichend Videos gedreht, sondern um die richtige Lagerung. Und in dem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr eure Reinigungsknete möglichst sicher lagert, auch so zuverlässig, dass auch beim nächsten Mal noch gut funktioniert und nicht komplett eintrocknet und auch nicht hier ja, komplett an der Dose klebt und es ist ein einziger Steinblock geworden. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Kurz und kompakt. Los geht's. So, und hier haben wir mal verschiedene Reinigungskneten für euch vorbereitet. Ihr seht hier, manche sind nur in so einem kleinen Kunststoff-Verpackungsmaterial eingepackt. Dann gibt es auch noch die hier zum Beispiel von Petzolds. Die sind in solchen kleinen Dosen noch mit drin. Beim Maxshine habt ihr das auch hier. Ich habe noch hier von Ambiclean auch noch so eine kleine Dose. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und zuverlässig. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Wenn alles original verpackt ist, ist ja alles überhaupt kein Problem. Knete ist sicher verpackt. Und wenn die aber jetzt im Einsatz war, und wir nehmen mal hier total die billige China-Asia-Knete, das ist jetzt hier so ein Negativbeispiel. Wir nehmen mal das hier und wenn man damit gearbeitet hat, erstmal hier, nur mal so als Vergleich, zwischen einer billigen, klebrigen Knete und hier mal noch das gebrauchte Modell. Ach, das nehme ich mal nicht, ich nehme mal das hier, weil hier will ich noch was Schönes dran zeigen dann. Hier haben wir nochmal das Modell, doch etwas hochwertiger. Und das klebt mir nicht am Finger hier. Also das fällt auch runter und hier haftet richtig Haut dran. Also nochmal als Unterschied zwischen billigen und vernünftigen Kneten. Jetzt haben wir aber folgendes Problem und das betrifft alle Kneten. Egal ob die billig sind und kleben und schmieren und hart sind wie Stein oder ob die hier vernünftig sind. Alle kleben an Kunststoff. Und ihr kennt das sicherlich, ihr legt die dann wieder hier in eure Kunststoffbox zurück. Natürlich ist noch ein bisschen Clayloop oder Wasser dran. Und irgendwann klebt diese Knete aber an diesem Kunststoff fest. Das heißt, hier, ihr seht, das ist aber völlig normal. Das klebt dann dran, dann reißt die Knete teilweise auseinander. Und hier an dem Beispiel kann ich es euch zeigen, habe ich das nämlich einfach nur nach dem letzten Video in die Dose reingelegt. Und dann klebt das hier, ihr seht, es klebt dann am Kunststoff. Und das ist völlig normal. Und es klebt auch an diesen Kunststoffhüllen noch dran, hier an diesen kleinen Verpackungen. So, und jetzt mein Tipp, wie ihr das richtig lagert. Wenn ihr so eine Dose habt, dann einfach ein kleines Wundermittel nutzen. Und das ist Backpapier. Ganz einfaches Backpapier. Bitte kein Pommes-Frittierpapier nehmen. Das saugt ja sozusagen Feuchtigkeit auf. Das Backpapier hier reißt euch einfach in die passende Form und jetzt könnt ihr hier drin die Knete lagern und das klebt überhaupt nicht. Also hier komplett der Hausfrauentipp hier an der Stelle von mir. Könnt das auch komplett einwickeln und es klebt nicht. Ihr könnt es immer wieder rausnehmen. Es verliert keine Feuchtigkeit, weil das Backpapier nicht die Feuchtigkeit aus der Knete rauszieht und lässt sich problemlos lagern. Das heißt, ihr legt euch hier das rein oder wickelt sie halt vorher ein. Ein bisschen heute wie so ein Hausfrauentipp-Video. Und so lagert ihr eure Knete. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst habt ihr einfach irgendwann das Problem. Das wollen wir nicht. Das geht jetzt noch, weil es relativ frisch ist noch. Aber wenn das gebrauchte Knete ist, die man aber trotzdem noch nutzen kann, klebt das hier richtig. Und bei etwas günstigeren Kneten, wie bei dem hier, klebt schon am Tisch, bei denen hier, klebt das richtig. Und deswegen, das perfektes Beispiel, deswegen auch hier, einfach ein Stück abreißen, ihr könnt es auch schneiden. Und auch hier, die Knete klebt nicht an diesem Backpapier. Sebastians freundliche Hausfrauentipps funktionieren. Testet es gern aus, wenn ihr hier Knete zu Hause habt und nutzt sie auch sehr, sehr oft, dann wickelt die in Backpapier ein. Und dann habt ihr auch eine vernünftige Lagerung, klebt nicht an, verliert keine Feuchtigkeit und ihr könnt die viel länger nutzen und auch zuverlässig nutzen und habt nicht das Problem, dass ihr damit hier richtig, richtig Stress bekommt, wenn ihr das rausnehmen wollt. Also, kurzes, kompaktes Video, Reinigungsknete in Backpapier lagern oder die Dose damit auslegen und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Schneidet euch das nur richtig schön zurecht, das war jetzt hier noch schnell auseinandergezogen. Ihr könnt das auch richtig hier einwickeln. Und dann abziehen und die Knete so lagern.
ohne Probleme. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kompakter Hausfrauentipp von mir. Bis zum nächsten Video. Probiert es gern aus und schützt eure Knete und lagert die vernünftig und dann funktioniert es auch super. Vielen, vielen Dank. Lasst gern hier einen Daumen nach oben da und wenn es geht, natürlich auch gleich zwei. Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian. Haut rein und bis zum nächsten Sebastian Hausfrauentipp. Ciao.